Seid nicht so egoistisch mit eurer Liebe. Haut auf diesen Like-Button. Nein, warte mal, ihr könnt ihn doch streicheln. Leicht antippen. Wer löst Ethereum ab? Algo oder ADA? Oder eine andere Coin? Meinst du, dauert länger als 5 Jahre? Kleine weitere Frage. Was sagst du zu Meta, Cent oder Mana? Macht das nicht, mein Lieber. Ich finde, das ist ein Riesenfehler, was viele machen, denken, dieser Coin wird den ablösen. Ich glaube niemals, dass Ethereum komplett abgelöst wird. Die arbeiten ja selber daran mit Ethereum 2.0. Die haben hier und da ihre Skandale, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass sie komplett abgelöst werden. Werden sie einen riesen Anteil von ihrem Kuchen verlieren? Das werden sie auf jeden Fall. Das werden sie auf jeden Fall. Ob Algorand oder ADA, ich weiß es nicht. Beide gehen komplett. Algorand ist meines Erachtens nach das Überlegenere. Das Ding ist einfach bombastisch programmiert, ist einfach wundervoll gemacht. Ne? Und wenn man das Genie sich anguckt, wer dahinter steckt, dann versteht man auch warum. ADA, Charles Hoskinson ist Mitentwickler gewesen von Ethereum, hat da mitgearbeitet, hat dann Cardano gegründet, weil er genau diese Fehler, die Ethereum macht, ausgemerzt hat. Das möchte Ethereum jetzt verbessern, indem sie auf Proof of Stake wechseln. Wie lange dauert das jetzt? Und so einfach mit der Migration ist es jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden, aber die werden einen riesen Marktanteil verlieren. Cent oder Mana bei Meta? Ich habe da einige andere Projekte im Kopf, die ich jetzt noch nicht gerne erwähne, weil wahrscheinlich viele sich einfach draufstürzen werden und jetzt umkaufen werden. Dann heißt das, du hast gesagt und die haben gekauft und darum bist du jetzt schuld. Wir werden euch sagen, wann wir in dieses Projekt reingehen, aber ja, mit beiden, mit Cent oder Mana, habe ich mich genauso wie mit Cardano auch noch nicht beschäftigt, also nicht tiefgründig beschäftigt. Warum? Weil die beide durch die Decke gegangen sind. Ne? Wie bei Cardano auch, was ich beschrieben habe, mein Lieber. Das geht einfach durch die Decke. Ich gucke mir den Preisschart an, ich denke mir, hey, jetzt kaufe ich das Ding sowieso nicht ein. Warum soll ich meine kostbare Zeit jetzt dafür opfern, mich da reinzulesen? Ich mache das im Bärenmarkt. Wenn wir unten sind, dann haben wir genug Zeit und dann werde ich mich einlesen in diese Sachen. Ja. Aber Algorand oder ADA, die machen zwar auch das Gleiche, auch Smart Contracts, haben beide ihre eigene Blockchain, aber die gehen die Sachen halt auf andere Art und Weise an und beide haben ihre Vorteile. Ich persönlich werde mich nie dafür entscheiden, den oder den Coin. Ich mag diese Tribalism nicht. Ich mag es nicht, mich hier hinzusetzen und doch zu sagen, XRP ist das einzig Wahrhaftige im Finanzbereich. Weil es Quatsch ist. Ich glaube nicht, dass XRP der einzige sein wird, der im Finanzbereich groß sein wird. Es wird mehrere Coins geben. HBAR, Quant geht auch in diese Richtung. Wir haben Cardano geht auch teils in diese Richtung. Algorand mit USDC. Die machen ja auch alle irgendwo teilweise das Gleiche. Nur die haben ihre Spezialisierung leicht in andere Thematiken gesteuert halt. Ne? Darum wird es meines Erachtens nach nicht diesen einen geben, der den ganzen Markt kontrollieren wird. Und ich möchte mich dann auch gar nicht darauf fixieren. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann versteht man auch, die machen das ein bisschen anders, die machen dies da ein bisschen anders. In dem Bereich sollte man den Coin ein bisschen mehr bevorzugen, in dem Bereich diesen anderen. Und ich denke mal, wenn man sich ein schönes Portfolio aufmacht und gut recherchiert und mehrere Projekte, auch konkurrierende Projekte mit reinnimmt, dann liegt man gar nicht falsch, statt sich krampfartig nur auf eins konzentrieren oder auf zwei konzentrieren zu wollen. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und Bitvavo ist auf jeden Fall einer dieser wenigen Exchanges. Man hat hier über 150 Kryptowährungen, die man traden kann. Wir haben sehr geringe Gebühren. Weltweit gehört es auf jeden Fall zu einer der Plattformen, wo wir die geringsten und die kleinsten Gebühren haben. Die arbeiten mit der niederländischen Zentralbank zusammen, EU-reguliert. Das heißt, da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das ist eine sehr legitime, sehr stabile Exchange.